In jedem Astronomielehrbuch steht, dass die Erde nur einen Satelliten hat, den Mond. Das ist absolut falsch. Am 28. März 2023 haben die Mitarbeiter des Pan-STARRS-Observatoriums auf Hawaii ein einzigartiges Objekt in der Nähe der Erde entdeckt. Der Asteroid 2023 FW13 begleitet unseren Planeten seit über 2000 Jahren auf seiner Umlaufbahn um die Sonne. Das ist im Grunde der zweite, bisher unbekannte Erdtrabant, den man nur mit einem leistungsstarken Teleskop sehen kann. Aber keine Sorge, du wirst ihn auf jeden Fall bemerken, wenn er plötzlich von seiner Umlaufbahn abkommt. Wenn dieser Himmelsbrocken mit einem Durchmesser von 20 Metern in die Erdatmosphäre eintritt, wird er ein noch spektakuläreres Schauspiel bieten als der Tscheljabinsk-Meteor. Wenn er über einer Großstadt wie New York einschlägt, wird die Schockwelle in vielen Stadtteilen Fensterscheiben zerschmettern und Zehntausende von Menschen werden leiden müssen. Und wenn dieser gutmütige Nachbar der Erde zu einer solchen Zerstörung fähig ist, was ist dann mit den anderen? In diesem Video erfährst du, wie Astronomen den größten Kometen im Weltraum verpasst haben, welche Objekte im Sonnensystem mit unseren Planeten Bowling spielen könnten und ob es tief im Weltraum wirklich Sterne gibt, die unsere Erde niederbrennen können. Ich wette, du hast noch nie von den meisten dieser gefährlichen Weltraumnachbarn gehört. Das Sonnensystem selbst ist voller unsichtbarer Brocken, die einen ganzen Planeten auslöschen können. 2012 berichteten NASA-Astronomen, dass es ihnen im Laufe von über 30 Jahren gelungen ist, mehr als eine 500.000 Asteroiden zu kartografieren. Und ein Jahrzehnt später ist diese Zahl auf 1 Million angestiegen. Doch die NASA gibt auch zu, dass 2- bis 3-mal so viele unsichtbare Felsen im Sonnensystem herumfliegen. Und einige von ihnen kommen uns gefährlich nahe. Am 27. Februar 2023 entdeckten Forscher am Isaac-Newton-Teleskop auf den Kanarischen Inseln einen brandneuen Asteroiden, der sich der Erde näherte. Er kam bis auf eine Entfernung von etwa 174.000 Kilometer an unseren Planeten heran. Das ist nur halb so weit wie die Mondumlaufbahn. Das mag auf den ersten Blick nicht allzu schlimm erscheinen, aber wenn wir dieses Weltraumereignis mit einem Dart vergleichen, wäre der Asteroid der Dart, der das Bullseye nur knapp verfehlt. Im Frühjahr 2023 waren wir also nur eine Haaresbreite von einer Kollision mit einem 70 Meter breiten Weltraumfelsen entfernt. Das ist kaum größer als die Spannweite einer Boeing 747. Selbst wenn er die Oberfläche nicht erreicht und in der Atmosphäre explodiert, zum Beispiel über San Francisco, würde die Stadt zweifellos von der Landkarte verschwinden. Der nächste Besuch dieses stadtzerstörenden Asteroiden wird am 4. April 2026 erwartet, allerdings in einer Entfernung von über 1 Million Kilometern. Diese Berechnung berücksichtigt natürlich nicht die Anziehungskraft anderer Himmelskörper, die völlig unvorhersehbar ist. Aber nicht nur einzelne Städte sind durch unsere unsichtbaren Nachbarn in Gefahr. Der griechischen Sage nach übernahm einst der Sohn des Gottes Helios, Phaeton, die Zügel des Wagens, der die Sonne jeden Tag über den Himmel trug. Doch der junge Gott war der Kontrolle nicht gewachsen und flog zu nah an die Erde heran, sodass ganze Länder zu verbrannten Wüsten wurden. Und du wirst wahrscheinlich nicht so begeistert sein zu hören, dass es auch der Name eines gigantischen Asteroiden ist. Astronomen entdeckten ihn Anfang der 80er Jahre, fast zufällig, inmitten der Sterne. Und als sie Phaetons Flugbahn berechneten, kam er sofort auf die Liste der gefährlichsten erdnahen Objekte. Aufgrund seiner Bahnbesonderheiten nähert er sich der Erde äußerst unregelmäßig, manchmal alle paar Jahre, manchmal alle paar Jahrzehnte. Der bedrohlichste Vorbeiflug wurde am 17. Dezember 2017 aufgezeichnet, als Phaeton in einer Entfernung von über 10.300.000 Kilometern von der Erde flog. Das entspricht ungefähr 27 Mal die Entfernung zwischen Erde und Mond. Warum machen sich die Astronomen also Sorgen über einen möglichen Zusammenstoß? Nun, das liegt daran, dass dieser Asteroid einen Durchmesser von fast 6 Kilometern hat. Das kann schon als potenzieller Zerstörer ganzer Kontinente gelten, ganz zu schweigen von Städten. Im Moment ist sich die NASA sicher, dass für mindestens 400 Jahre Phaeton keinen Kontinent in eine verbrannte Wüste verwandeln wird. Allerdings berücksichtigt diese Berechnung nicht den Yarkovsky-Effekt. Dieser Effekt bezieht sich auf die Veränderung der Flugbahn eines Asteroiden aufgrund der ungleichmäßigen Erwärmung durch die Sonne. Obwohl dieser Effekt unglaublich schwach ist,
reicht er aus, um Asteroiden über viele Jahre hinweg um Dutzende von Kilometern von ihrer Bahn abweichen zu lassen. Genau deshalb kann Phaeton auf lange Sicht immer noch eine Bedrohung darstellen. Die Wissenschaftler können nur nicht vorhersagen, wo er aufgrund des Effekts landen wird. Doch es gibt noch größere Übeltäter, die in den dunklen Außenbezirken des Sonnensystems lauern. Im Jahr 21 ließen die amerikanischen Astronomen Pedro Bernardinelli und Gary Bernstein über mehrere Jahre hinweg Millionen von Bildern des Sternenhimmels durch Suchalgorithmen laufen und trauten ihren Augen nicht. Es stellte sich heraus, dass damals, 2014, Teleskope einen Megakomet eingefangen haben, der auf uns zuraste. Der Einschlag eines solch massiven Himmelskörpers würde die gesamte Erdoberfläche in ein Lavameer verwandeln und möglicherweise ein festes Stück unseres Planeten abreißen. Eine frühere Entdeckung des Megakometen war einfach unmöglich, weil er sich in den dunklen Randgebieten des Sonnensystems versteckt hatte. In der geheimnisvollen Oortschen Wolke für Millionen von Jahren. Als die Astronomen seine Bahn berechneten, seufzten sie schließlich erleichtert auf. Der Bernardinelli-Bernstein-Komet wird sich nicht über die Saturnbahn hinaus bewegen. Hypothetisch, versteht sich. Aber das könnte sich in Zukunft leicht ändern, wenn der Gasriese ihn von seiner gewohnten Bahn abbringt. Noch wahrscheinlicher ist es jedoch, dass wenig bekannte Objekte aus den Tiefen des Weltraums eine Apokalypse für uns bereiten könnten. Unsere Sonne ist von potenziell gefährlichen Nachbarn umgeben, von denen wir bis vor kurzem noch nichts wussten. In fast jedem anderen weltraumbezogenen Video auf YouTube wird das uns am nächsten gelegene Sternensystem Alpha Centauri erwähnt, das aus drei Sternen besteht, zwei sonnenähnlichen Sternen und einem roten Zwerg. Die Entfernung zu ihnen beträgt jedoch mehr als 4 Lichtjahre, was einen schädlichen Einfluss auf das Sonnensystem eigentlich ausschließt. Und das wäre beruhigend, wenn sich die Sterne in der Umgebung nicht ständig bewegen würden. 1916 bemerkte der amerikanische Astronom Edward Barnard an der Harvard University beim Studium von fotografischen Platten des Nachthimmels einen schwachen Punkt, der sich mit einer unglaublich hohen Geschwindigkeit von mehr als 10 Bogensekunden pro Jahr bewegt. Mit anderen Worten, dieser außergewöhnliche Stern durchquert den halben Durchmesser des Vollmonds in der Zeitspanne eines durchschnittlichen Menschenlebens von 70 Jahren und stellt damit einen absoluten Geschwindigkeitsrekord auf. Wie sich herausstellte, spielte die geringe Entfernung von Barnards Stern eine wichtige Rolle. Er ist nur etwa 6 Lichtjahre entfernt und damit der zweitnächste Stern der Sonne. Während sich das Alpha Centauri-Dreifachsystem immer weiter von uns entfernt, nähert sich dieser rote Zwerg allmählich mit einer Geschwindigkeit von 90 Kilometern pro Sekunde an. Das ist schneller als jeder uns bekannte Komet. Aber die interstellaren Entfernungen sind viel größer. Nach den aktuellen Berechnungen der Wissenschaftler wird Barnards Stern dem Sonnensystem in 11.800 Jahren am nächsten kommen. Deutlich näher als Alpha Centauri jetzt ist. In einer Entfernung von 3,75 Lichtjahren. Das mag zu weit erscheinen, um wirklich gefährlich zu sein, aber nach modernen astronomischen Schätzungen liegt genau dort die tatsächliche Grenze des Sonnensystems. Genauer gesagt markiert er den Rand der Oortschen Wolke, in der Milliarden von unsichtbaren Kometen versteckt sind. Die Wissenschaftler kennen die genaue Größe der Oortschen Wolke nicht, aber ihr Radius kann zwischen 2 und 3,2 Lichtjahren liegen. Und je größer er ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gravitationsfeld des vorbeiziehenden Sterns Chaos in der Oortschen Wolke anrichtet und mehrere Kometenkiller auf die Erde loslässt. Außerdem könnte das schon einmal passiert sein. 2013 entdeckte der deutsche Astronom Ralf-Dieter Scholz einen weiteren, bisher unbekannten roten Zwerg, 22 Lichtjahre von der Erde entfernt. Überraschenderweise war seine Geschwindigkeit nur geringfügig niedriger als die des rekordverdächtigen Barnard-Sterns. Als die Astronomen mathematische Berechnungen anstellten, um die Zeit zurückzuspulen, waren sie entsetzt. Nahezu alle Simulationen deuteten auf nur eine Schlussfolgerung hin. Vor etwa 70.000 Jahren zog der Scholz-Stern in einer Entfernung von weniger als einem Lichtjahr von der Sonne entfernt mitten durch die Oortsche Wolke.
Und niemand kann sagen, wie genau er die Bahnen der Kometen beeinflusst hat. Deshalb können wir nicht ausschließen, dass ein unsichtbarer Killerkomet bereits auf uns zurast und kurz davor ist, dem Leben auf der Erde ein Ende zu setzen. Was aber, wenn sich ein planetenähnliches Objekt in unsere unmittelbare Nähe wagt? Die Astronomen haben nicht sofort erkannt, dass der Scholz-Stern eigentlich kein Stern ist, sondern ein Doppelsternsystem. Es gibt ein fast unsichtbares, rätselhaftes Gebilde, das den roten Zwerg umkreist. Das ist ein brauner Zwerg, der weder zu den Sternen noch zu den Planeten gehört und irgendwo dazwischen angesiedelt ist. Der primäre rote Zwerg in diesem System hat eine Masse, die etwa 89 Mal so groß ist wie die des Jupiters. Gerade genug, um in seinem Kern selbsterhaltende Kernreaktionen zu zünden. Der braune Zwerg, sein Partner, wiegt jedoch etwa 65 Jupitermassen, was nicht ausreicht, um den Ofen anzuzünden. Dennoch ist er zu massiv, um als gewöhnlicher Gasriese betrachtet zu werden. Früher glaubten Wissenschaftler, dass braune Zwerge einzigartige Hybride sind. Aber die Beobachtungen der letzten Jahrzehnte haben das Gegenteil gezeigt. Ein ganzes Jahrhundert lang galt der rote Zwerg, der als Wolf 359 bekannt ist, als der drittnächste Stern zur Sonne. Doch 2013 hat der amerikanische Astronom Kevin Luhmann eine sensationelle Entdeckung mit dem WISE-Infrarot-Observatorium gemacht, die eine dringende Überarbeitung der Sternkarten in unserer Nachbarschaft erzwingt. In nur 6,5 Lichtjahren Entfernung entdeckte er ein Doppelsternsystem aus braunen Zwergen namens Lumen 16, von denen jeder etwa 30 Jupiter schwer ist. Aber der Astronom hörte damit nicht auf. Ein Jahr später gab er die Entdeckung eines weiteren braunen Zwergs bekannt, der viel näher als Wolf 359 ist. Und dieses unsichtbare Objekt rast fast genauso schnell über den Himmel wie der superschnelle Barnardsstern. Zu unserem Glück kreuzt sich seine Flugbahn nicht mit der unseren. Aber wie viele unentdeckte braune Zwerge gibt es noch in unserer Nähe? Moderne Schätzungen klingen bedrohlich. Es scheint, dass die Milchstraße zwischen 25 und 100 Milliarden braune Zwerge beherbergt. Selbst wenn man bedenkt, dass die kosmischen Entfernungen einfach immens sind, könnte die Flugbahn eines einzigen dieser Objekte irgendwann nicht nur die Außenbezirke des Sonnensystems, sondern auch die Umlaufbahnen der Planeten kreuzen. Stell dir vor, ein dunkler Gasriese würde Jupiter und Saturn wie Bowlingkugeln herumschieben und ein totales Chaos auf den Planeten verursachen. Im besten Fall würde dies eine radikal neue Umlaufbahn für die Erde bedeuten, auf der sie entweder überhitzen oder einfrieren würde. Im schlimmsten Fall würde der braune Zwerg unseren Planeten mit Leichtigkeit verschlingen, ohne sich zu verschlucken. Doch einige extreme Weltraumobjekte können uns sogar aus Hunderten von Lichtjahren Entfernung schaden. Um das Sonnensystem herum gibt es exotische Sterne, deren Explosion alles Leben auf der Erde auslöschen könnte. Astronomen beobachten seit langem den roten Riesen Betelgeuse im Sternbild Orion. Auf Weltraumbildern erscheint er als seltsam verschwommener Dotter. Aber wenn wir ihn in den Maßstab des Sonnensystems setzen, würde dieser Fleck alle inneren Planeten bis hin zum Jupiter verschlingen. Und die Größe von Betelgeuse verrät uns eines. Er hat seinen Brennstoff für die Kernreaktionen fast aufgebraucht und wird bald untergehen in einer Supernova-Explosion. Aber wann genau wird das passieren und wie gefährlich ist das für uns? Bis vor kurzem glaubten die Astronomen aufgrund der periodischen Pulsationen von Betelgeuse, dass die kosmische Katastrophe in Tausenden oder sogar Hunderttausenden von Jahren eintreten würde. Doch im Jahr 23 analysierte ein Team von Forschern aus Japan und der Schweiz alle Daten neu und kam zu dem Schluss, dass der Riesenstern nur noch sehr wenig nuklearen Brennstoff hat, was bedeutet, dass wir nur noch mit Jahrzehnten rechnen. Mit anderen Worten, noch zu unseren Lebzeiten könnte Betelgeuse mit einer Kraft explodieren, die millionenmal stärker ist als die der Sonne. Ein neuer, heller Stern wird am Himmel erscheinen, der sogar tagsüber sichtbar ist und nachts den Vollmond in den Schatten stellt. Die Explosion von Betelgeuse könnte ein paar allzu empfindliche Teleskope blenden. Aber insgesamt wird dieses Spektakel kaum Auswirkungen auf die Erde haben. Immerhin, wir sind mindestens 460 Lichtjahre vom Epizentrum entfernt oder sogar 630. Was aber, wenn kosmische Strömungen Betelgeuse in die Nähe des Sonnensystems treiben? In diesem Fall würde die Supernova-Explosion nicht nur die Helligkeit der Sonne übertreffen, aus einer Entfernung von wenigen Lichtjahren würden wir von mehreren Wellen tödlicher kosmischer Strahlung getroffen werden.
Es wäre ein Tschernobyl im globalen Maßstab. Ähnliche Ereignisse könnten sich bereits in der fernen Vergangenheit ereignet haben und zu einem Massenaussterben in der Geschichte der Erde geführt haben. Im Gegensatz zu roten Zwergen sind rote Riesen mit Teleskopen gut sichtbar. Daher sollte uns keiner von ihnen plötzlich zu nahe kommen. Astronomen glauben, dass der minimale sichere Abstand für eine Supernova, in dem man das Spektakel beobachten kann, ohne der Strahlung zu erliegen, eine Entfernung von 160 Lichtjahren ist. Aber was, wenn ich dir sage, dass sich genau innerhalb dieser Grenze eine neue kosmische Katastrophe zusammenbraut? In Wirklichkeit handelt es sich bei den meisten Supernovae, die etwa alle 100 Jahre die Milchstraße erhellen, nicht um Explosionen von roten Riesen wie Betelgeuse. Im Gegenteil, ihre Auslöser sind kleine, bekannte Sterne, wie Ica Pegasi, ein binäres System, das vielleicht zu Unrecht nicht so viel Aufmerksamkeit erhält wie Betelgeuse. Hier hat ein gelber Stern, der unserer Sonne ähnelt, einen sehr kompakten und gefährlichen Begleiter, einen weißen Zwerg. Er ist der Kern eines verstorbenen Sterns mit ungewöhnlichen Eigenschaften. Seine Größe ist vergleichbar mit der Erde, aber seine Masse kann die der Sonne erreichen, was eine enorme Dichte bedeutet. Im Ica-Pegasi-System kreist der weiße Zwerg sehr eng um den Hauptstern, näher als Merkur die Sonne umkreist. Die Schwerkraft des weißen Zwerges könnte durch einen kosmischen Strohhalm stellares Material von seinem Nachbarstern aufgesaugt haben. Das ist eine Zeitbombe im Weltraum. Sobald der weiße Zwerg von einer ausreichend dicken Schicht gestohlenen Plasmas bedeckt ist, wird die Schwerkraft seinen Kern zusammenpressen und eine unglaublich starke Explosion auslösen, eine Supernova vom Typ 1a. Selbst aus 154 Lichtjahren Entfernung, wo sich Ica Pegasi befindet, wird die Ozonschicht der Erde dem Bombardement der kosmischen Strahlung der Druckwelle nicht standhalten können. Und dann wird uns unsere eigene Sonne einen schweren Schlag versetzen. Du kannst die erhöhte Strahlung noch mit Sonnencreme ausgleichen, aber du wirst das Plankton in den oberen Schichten der Ozeane nicht mehr retten können. Wenn die Supernova von Ica Pegasi die Ozonschicht ausreichend zerstört hat, werden viele Meeressäuger wie Wale nichts mehr zu fressen haben. Und wenn die Nahrungskette der Erde unterbrochen wird, wird das Massenaussterben den ganzen Planeten erfassen. Aber wie nah dran sind wir an einem solchen Szenario? Leider war kein Teleskop in der Lage, den weißen Zwerg in Ica Pegasi zu fotografieren, weil die Helligkeit des Hauptsterns zu groß ist. Daher kann niemand mit Sicherheit sagen, wie nah er an der tatsächlichen Explosion ist. Nach der allgemein akzeptierten Schätzung hat der weiße Zwerg jedoch noch nicht mit seinem Festmahl begonnen. Es beginnt erst, wenn der Nachbarstern selbst beginnt, sich in einen roten Riesen zu verwandeln. Und das wird erst in Milliarden von Jahren der Fall sein. Zu diesem Zeitpunkt wird Ica Pegasi zweifellos schon in sicherer Entfernung von der Erde sein. Aber selbst diese Vorhersage berücksichtigt nicht eine weitere Gefahr, die von explodierenden Sternen ausgeht. Vor etwa 1 Million Jahren sahen unsere Vorfahren einen hellen Blitz am Himmel. Die Supernova selbst hat der Erde keinen direkten Schaden zugefügt, aber im Jahr 1992 entdeckten Astronomen zufällig ein Fragment genau dieser Explosion. Und das sieht eher wie eine echte Weltraumrakete aus. Es ist ein superdichter Neutronenstern mit der Masse der Sonne, aber einem Durchmesser von nur 14 Kilometern. Mit einer Entfernung von 400 Lichtjahren ist er das dem Sonnensystem am nächste gelegene exotische Objekt seiner Art. Aber das Unglaublichste ist, dass die Supernova-Explosion vor 1 Million Jahren nicht nur einen Neutronenstern erschaffen hat. Sie hat ihn ins All geschleudert mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Sekunde. Wenn ein solch superdichter Himmelskörper in die Grenzen des Sonnensystems eintritt, wären die Folgen völlig unvorhersehbar. Von der Schwerkraft her gesehen entspricht dieser winzige Ball einer zweiten Sonne und würde mit Leichtigkeit mehrere Planeten mit sich ziehen. Die Erde, so wie wir sie kennen, würde in der Umlaufbahn des Neutronensterns nicht überleben. Anstelle von Sonnenlicht wären wir ständigen Strömen zerstörerischer Strahlung ausgesetzt, die die Oberfläche in eine radioaktive Eiswüste verwandeln würden. Höchstwahrscheinlich würden die Gezeitenkräfte des Neutronensterns die Erde einfach in Stücke zermahlen und der entstehende Trümmerring würde schließlich auf ihre Oberfläche fallen und gewaltige Detonationen verursachen. Zum Glück fliegt der nächste Killerstern irgendwo anders vorbei. Aber wenn man bedenkt, dass Neutronensterne aufgrund ihrer Schwäche extrem schwer zu entdecken sind, ja, wer weiß,
Vielleicht hat eine unbekannte Supernova vor Millionen von Jahren durch einen fatalen Zufall einen unsichtbaren Todesstern auf uns losgelassen. Im Weltraum gibt es jedoch noch unauffälligere und extreme Objekte, die nicht einmal in der Nähe des Sonnensystems sein müssen, um uns einen tödlichen Schlag zu versetzen. Die Erde ist zahlreichen galaktischen Bedrohungen ausgesetzt und wir fangen gerade erst an, über die Art vieler dieser Bedrohungen zu spekulieren. Am 9. Oktober 2022 entdeckten zwei Observatorien, die den Weltraum in Röntgen- und Gammastrahlen überwachen, einen starken Ausbruch. Er war so intensiv, dass er die Sensoren sofort überlastete und sie auf ihre Höchstwerte brachte. Die Wissenschaftler schalteten sofort mehrere Observatorien auf der Erde dazu und fanden schließlich heraus, was es war. Konkret handelte es sich um einen Gammastrahlenausbruch im Sternbild Pfeil, der von einem Objekt ausging, fast 2,5 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt. Er ist wahrscheinlich aus einer Supernova in einer weit entfernten Galaxie entstanden, die wir nicht einmal bemerken würden. In diesem Fall war der sterbende Stern jedoch so massiv, dass sein Kern durch die Explosion nicht zu einem Neutronenstern, sondern zu einem schwarzen Loch kollabierte. Das schwarze Loch verschlang augenblicklich Milliarden von Tonnen zerstreuter Materie um sich herum und sendete diesen schmalen, gebündelten Strahl aus Röntgen- und Gammastrahlen in Richtung Erde. Der genaue physikalische Mechanismus, der hinter diesem Phänomen steckt, ist nach wie vor unbekannt. Ebenso wie der genaue Grund für diesen außerordentlich starken Gammastrahlenausbruch. Seine Energie hätte für den kompletten Lebenszyklus von 1000 Sonnen ausgereicht und er war mindestens 70 Mal heller als jeder andere Gammastrahlenausbruch. Trotz der enormen Entfernung zerschmetterten die zerstörerischen Strahlen dieser Explosion die Moleküle in den oberen Schichten der Erdatmosphäre, ähnlich wie es Sonneneruptionen tun. Ganz zu schweigen von der weltweiten Störung der Funknavigationssysteme. Wenn Betelgeuse einen ähnlichen Gammastrahlenausbruch aus einer Entfernung von 600 Lichtjahren auf uns loslassen würde, bliebe niemand übrig, der sich dieses Video anschaut. Die tödliche Strahlung würde 3/4 der Erdoberfläche 10 Stunden lang knusprig braten. Jeder, der das Pech hat, sich draußen oder in der Nähe eines Fensters aufzuhalten, würde eine tödliche Strahlendosis abbekommen, ähnlich wie die unglücklichen Feuerwehrleute in Tschernobyl. Und selbst wenn Tausende von Lichtjahren zwischen uns und der Quelle eines solchen Todesstrahls liegen würden, wäre die Situation nicht wesentlich besser. Aber vielleicht müssen wir uns solche schrecklichen Folgen gar nicht vorstellen. Potenziell tödliche Gammastrahlenausbrüche werden nicht nur von schwarzen Löchern in fernen Galaxien, sondern auch von extrem exotischen Himmelskörpern in unserer eigenen Galaxie erzeugt. Das Objekt WR-104 mag wie eine Galaxie aussehen, aber eigentlich ist es ein einzigartiger Stern mit einer spiralförmigen Struktur, der sich über fast 8.500 Lichtjahre erstreckt. Genauer gesagt ist es ein Wolf-Rayet-Stern, etwa 30 Mal schwerer als die Sonne und 120.000 Mal heller. Anstatt Wasserstoff in seinem Kern zu verbrennen, verbrennt er Helium und erzeugt dabei so viel Energie, dass sich die äußeren Schichten des Sterns buchstäblich ablösen und eine Spirale bilden. Aufgrund dieser Extravaganz haben Wolf-Rayet-Sterne eine sehr kurze Lebensdauer, nur ein paar hunderttausend Jahre. Und WR-104 scheint sich seinem großen Finale zu nähern. Abgesehen von der üblichen Supernova-Explosion, die uns aus dieser Entfernung nicht beeinträchtigen wird, ist der Wolf-Rayet-Stern auch zu einem starken Gammastrahlenausbruch fähig. Nach der schönen symmetrischen Spirale zu urteilen, die wir beobachten, befindet sich die Erde genau in der Schusslinie, ausgerichtet auf den Pol von WR-104, aus dem der tödliche Strahl ausbrechen wird. Im schlimmsten Fall wird ein großer Teil der Oberfläche unseres Planeten nicht nur verbrannt, sondern völlig ausgelöscht. Astronomen sind von diesem Szenario nicht besonders angetan, deshalb versuchen sie seit 15 Jahren verzweifelt, die Ausrichtung von WR-104 so genau wie möglich zu messen. Verschiedene Schätzungen zufolge starren wir definitiv nicht direkt in den Lauf des Todesstrahls. Die Abweichung reicht von 3 bis 30 Grad. Aber selbst wenn die Abweichung minimal ist, wird die Erde immer noch vom Rand des Gammastrahlenausbruchskegels gestreift, was an sich schon ein Massensterben und volle Krebskrankenhäuser für viele Jahrzehnte garantiert. Wir können nur hoffen, dass zu diesem Zeitpunkt, an dem dieser Wolf-Rayet-Stern kollabiert, das Sonnensystem selbst aus seinem Fadenkreuz gerutscht ist oder dass der Gammastrahlenausbruch einfach nicht stattfindet. Aber selbst das ist nicht der erschreckendste Aspekt unserer galaktischen Nachbarschaft.
Dies ist der Quasar Makarien 231, der der Erde am nächsten ist, was bedeutet, dass es sich um eine Galaxie mit einem aktiven Kern handelt. Er strahlt seine Energie nicht in sichtbarem Licht, sondern in ultravioletter und Röntgenstrahlung ab. Selbst aus einer Entfernung von 580 Millionen Lichtjahren scheint dieses Objekt unglaublich hell. Nach Berechnungen von Wissenschaftlern strahlt der Kern dieser relativ kleinen Galaxie 1000-mal mehr Energie aus als die Milchstraße. Diese Aktivität wird von einem supermassiven schwarzen Loch mit der 150-millionenfachen Masse der Sonne erzeugt, was riesige Mengen interstellarer Materie verschlingt. Es windet sich mit fast Lichtgeschwindigkeit zu einer gigantischen Akkretionsscheibe und die enorme Reibung verwandelt die Materie in superhelles Plasma. Einige Astronomen glauben, dass es ein weiteres schwarzes Loch gibt, das dieses Loch umkreist, mit einer Masse von 4 Millionen Sonnen, was diesen unheimlichen kosmischen Reaktor weiter anheizt. Er scheint das Ergebnis einer Kollision zwischen zwei Galaxien zu sein. Die intensive ultraviolette Strahlung des Quasars macht den Weltraum im Umkreis von Zehntausenden von Lichtjahren steril und wirkt sich auf alle Sterne und Planeten aus. Glücklicherweise stellt Makarien 231 keine Bedrohung für uns dar, aber einige Astronomen halten ihn für ein schlechtes Omen. Doch gerade jetzt ist das supermassive schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße, Sagittarius A Stern, auf Diät und spuckt keine Strahlung aus, aber das könnte sich ändern. In 5 Milliarden Jahren trifft unsere Galaxie auf Andromeda, die gleichen Prozesse auslösen könnte, die wir in Makarien 231 beobachten. Die Übereinstimmungen mit diesem Quasar sind beeindruckend. Im Zentrum der neu entstandenen Galaxie wird es ein auffallend ähnliches Paar supermassereicher schwarzer Löcher geben. Eines mit 230 Millionen Sonnen von Andromeda und etwas mehr als 4 Millionen Sonnen von der Milchstraße. Und wenn die Kollision genügend interstellare Materie anzieht, wird der Quasar nicht hunderte von Millionen Lichtjahren vom Sonnensystem entfernt zünden, sondern in nur 26.000 Lichtjahren Entfernung. Und dann wird unser gesamter Himmel nicht nur unglaublich hell sein, sondern auch tödlich strahlen. Bis dahin ist die Erde vielleicht nicht mehr bewohnbar, weil unsere Sonne untergegangen ist. Aber was auch immer für andere Sternsysteme unsere fernen Nachkommen bewohnen, sie werden sich Millionen von Jahren in der harten Strahlung sonnen und können sich nirgendwo verstecken. Doch mit einer schnellen Auffassungsgabe kann jede Gefahr zu unserem Vorteil genutzt werden. Im Mai 23 haben Wissenschaftler des California Institute of Technology die ersten Prototypen von Solarzellen getestet, die Energie aus dem die Erde umgebenden Weltraum sammeln und an die Oberfläche übertragen können. Der nächste Schritt ist die Durchführung von Feldtests in der Umlaufbahn. Aber die Technologie sieht vielversprechend aus. Was wäre also, wenn es unseren fernen Nachfahren gelänge, mit diesen Paneelen einen Schutzschild um ihre Welt zu errichten? Sie wären nicht nur in der Lage, Gammablitze abzulenken und sich vor Quasarstrahlung zu schützen, sondern könnten auch tödliche Strahlen in nützliche Energie umwandeln. Vielleicht liegt die Zukunft nicht nur in Dyson-Sphären um Sterne, sondern in bescheideneren Schutzhüllen um bewohnte Planeten. Der Schlüssel liegt darin, sicherzustellen, dass all diese Schönheit nicht von einem waghalsigen Asteroiden zerstört wird. Welche Bedrohungen aus der Umgebung des Sonnensystems hältst du für die gefährlichsten?